In Hohenkirchen nahe Wismar ersetzt ein interaktiver Touchbildschirm an der Bushaltestelle den Schaukasten der Amtsverwaltung. Den digitalen Dorfplatz können Einwohner und Touristen nutzen, um Ausflugsziele, Kulturtermine und Busverbindungen einzusehen. Umwelt- und Agrarminister Till Backhaus hat das digitale schwarze Brett am 24. Juni im Kreise des Dorfes eingeweiht. Wir haben den ersten digitalen Dorfplatz in Deutschland errichtet. Und hier in Hohenkirchen ist es damit der Startschuss hoffentlich für eine Zukunftsentwicklung, die durch ganz Deutschland geführt wird. Wir haben ja mit Fraunhofer, dem Fraunhofer-Institut, diese Idee entwickelt, nämlich wie kann ich Informationen im digitalen Zeitalter schnell und unkompliziert an die allgemeine Bevölkerung herantragen. Digitalisierung auf dem Land ist möglich und real. Das wollte Hohenkirchens Bürgermeister Jan von Löwen mit diesem Projekt zeigen. Der digitale Dorfplatz ist nur ein Teil einer Gesamtidee eigentlich, die Bushaltestellen wieder zu Kommunikationspunkten auszubauen, den Übergang zum ÖPNV hinzukriegen. Also wir wollen mittelfristig an die Bushaltestellen, also an die Knotenpunkte, auch Ladeinfrastruktur für Fahrräder rankriegen. Wir sind dabei, ein Radwegesystem zu entwickeln, was genau wieder an diesen entscheidenden Bushaltestellen vorbeiführt. Mit diesem Projekt hat die Gemeinde den Digitalisierungswettbewerb Smart Tauhaus gewonnen. Durch den digitalen Dorfplatz soll die Lebensqualität der Einwohner verbessert werden und Dorfgemeinschaften verbinden.